Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss und wir haben einen gemütlichen Sonntag. Ich meine es nochmal Schneeflockentag, nächsten Dienstag, okay. Können hier aber natürlich nochmal hier, diesen sehr verschneiten Wintertag am Sonntag genießen. Es ist gerade mal 6 Uhr, das heißt, es ist noch nicht mal wirklich hell draußen, was sehr gut passt dazu, dass es halt 6 Uhr ist im Winter. Da ist es auch noch nicht wirklich hell normalerweise. So, du kannst dann auf jeden Fall dir hier mal Frühstück holen. Stimmt, du möchtest ja weiterhin Kochen verbessern, ne? Ja, aber ist trotzdem mal lieber die Reste. Und Leon ist gerade hier. Der wird uns bestimmt noch mal so ein bisschen vom Frühstücken abhalten, wie ich ihn kenne. Elias schließt bald die Schule ab. Ihm bleiben noch ein paar Tage, um seine Lehrer richtig zu beeindrucken, bevor sie die Abschlussnoten verteilen. Ach so, okay. Ich dachte, das war jetzt auf Elias bezogen und habe es direkt korrigiert, aber nein. Hier ist noch Kaffee drin. Ach, schön. Können wir natürlich auch gleich trinken. Bin nur gespannt. Wann reagiert er auf den Geist? Okay, jetzt hat er ihn noch nicht gesehen. Das ist immer ganz lustig, dass sie den erstmal nicht mitkriegen und dann woanders hingehen. Dann kannst du ja auch mal das Pilzomelett essen. Wie geht's den anderen so? Ah, Samuel ist auch schon wach. Alles klar. Du kannst dich auch mal umziehen, das Bett machen und dann auch mal hier runterkommen. Beziehungsweise dann auch gerne mal einfach nur das Pilzomelett holen. Und Valerie ist auch schon wach. Nicht schlecht. Sie hat ja auch schon ihre Hausaufgaben fertig und alles. Oh, sie möchte heute ein bisschen Zeit mit David verbringen. Ach, das ist aber lieb. Lass uns vielleicht mal nochmal einen neuen Beitrag schreiben. War das hier? Blog App. Und zwar war meine Idee... genau, das hier müssen wir nochmal ändern. Für den Nachrichtenblog. Genau, ich würde gerne einen neuen Beitrag erstellen. Wie überwintern Insekten? Eigentlich war das jetzt schon der ganze Titel, aber ich muss mir noch was überlegen, damit wir möglichst gut Anhänger bekommen. Von Winterstarre über Insektenhotels. Okay. Ja, lassen wir den mal so. Der ist leider nicht besonders lang. Ja, wir haben auch Anhänger verloren, leider. Ja, man muss den, glaube ich, echt wirklich lang machen, damit der überhaupt was bringt. Ich muss mir also einfach noch ein paar irgendwie überlegen. Noch ein paar Titel, weil so wird das sonst nichts. Das sieht sonst nicht besonders gut aus. Du kannst vielleicht mal ein Video streamen, ein bisschen im Internet surfen, wo du da ein bisschen die Fähigkeit aufbauen kannst. Und ich wünschte, also ich würde sie so gerne noch weiter Gitarre spielen lassen. Aber dann geht sie jedes Mal nach draußen und ich finde das so albern, im Winter rauszugehen bei der Kälte. Ich möchte ihr aber mal so ein Straßenkunst-Set geben. Dann könnten wir vielleicht mal ein bisschen die Straßenkunst lernen. Im Garten Gitarre spielen wären wir vielleicht aktuell auch nicht unbedingt. Und theoretisch könnten wir in der Garage irgendwo ein Graffiti sprühen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir da auch wirklich einen Platz haben, wo das geht. Vielleicht gehen wir dann doch eher irgendwo in die Stadt und probieren es da mal ein bisschen. Ja, das war klar, dass du da nicht so ein Fan von bist hier, Samuel. Aber ihn scheint es nicht gestört zu haben. David hat da ganz normal gegessen, scheinbar. Hä? Okay. Naja, jetzt kannst du auch alles aufräumen. Er ist ja scheinbar eh schon satt. Deswegen räum du einfach mal hier so normal auf. Dann kannst du ihm aufs Bett, aufs Klo gehen. Und dann würde ich dich eigentlich nochmal gärtnern schicken. Ich dachte gerade, ich hätte hier ein Z-Geräusch gesehen von dem Vogel, aber nee. Da können wir auch mal gucken, ob irgendwo noch ein Vogel gerade jetzt hier im Winter irgendwo rumsteht. Ganz traurig ist und niemanden hat. Wobei, anstatt Gärtner zu gehen, könntest du vielleicht mit Valerie gleich noch mal ein bisschen reden. Kannst du einfach mal hier runterkommen gleich? Nee, Straßenkunst soll nur Valerie lernen, nicht ihr alle auch noch. So,
Genau, dann kannst du auch mal das Bett machen, dich umziehen, hier mal auf Toilette gehen. Wobei duschen wird bestimmt Elias super gerne machen wollen. Wollen wir ihn natürlich gar nicht dran hindern. Genau, da ist er hier gerade wach. Und du möchtest mit Corinna abhängen? Ja, das können wir auch sehr gern machen. Ein paar Gitarre spielen machen wir dann vielleicht auch eher ein andermal. Das sind ja ganz liebe Wünsche, aber ein bisschen schwierig gerade. Und dann würde ich dich eigentlich auch runterschicken zum Frühstück. Genau, hier, red mal ein bisschen mit Valerie. Frag sie mal nach ihrem Tag. So, du bist fertig, genau. Dich wollte ich nochmal hier an dem Bild weitermalen lassen, damit du vielleicht doch mal Level 4 erreichst und wir dann das nächste Kinderbuch schreiben können. Könnt ihr übrigens auch gerne Namensvorschläge für Kinderbücher in die Kommentare schreiben. Das würde mich ja auch freuen, wenn ihr da so ein bisschen was vorschlagt. Das wäre cool. Machen wir mal das rein. Oh nein! Ich will aber die ganzen Wünsche erfüllen. Yes! Nein, wir werden nicht mit unserem Vater nackt baden. Was ist das bitte für eine Frage? Oh mein Gott, sie möchte drei Freunde finden und sie hat gerade einen. Sie ist nur mit einer Person befreundet. Niemand mag sie mehr. Oh nein. Sie wurde halt auch beim Betrügen erwischt. Naja. Aber wir haben uns doch jetzt von ihm getrennt, ne? Ja, stimmt, wir hatten ja die Texte richtig geschickt. Oh, die arme Valerie ist so unbeliebt gerade. Tja, müssen wir mal gucken. Das wird sicherlich auch dann in der neuen Stadt nochmal ein bisschen anders. Da weiß ja niemand, dass sie hier ihren Freund betrogen hat und alles. Da weiß auch niemand, dass Samuel seiner Cousine den Freund ausgespannt hat. Familie Reuss war bei mir immer so die harmonische Familie, wo alle glücklich sind und alle irgendwie voll die guten Dinge machen und so. Und jetzt hat sich das zu sowas hier entwickelt. Du möchtest ein Katzenspielzeug kaufen. Die Katze möchte ein Katzenspielzeug kaufen. Ja, okay. Weil du nichts zum Spielen hast oder was, Katze? Bringt das denn was, wenn ich das so mache? Wird das denn davon erfüllt? Nö. Wie soll ich denn Katzenspielzeug einzeln kaufen, Katze? Ich meine, ja, ein Bodybug, aber halt. Naja, keine Ahnung. Weiß auch nicht, wie ich das machen soll, Katze. So, gibt's hier noch was zum Saubermachen? Nö, aber du kannst hier mal das verdorbene Essen ausräumen. Haben wir denn noch Gourmet-Tierfutter? Ja, aber nicht mehr so viel, ne? Wir haben nur noch Ententierfutter. Dann kannst du vielleicht noch mal irgendwie Fisch oder sowas dazu machen für so ein bisschen Abwechslung. Und, du hast hier auch noch so ein Gitarre-Dingens, wo du eine Komposition lernen kannst. Das könnten wir vielleicht eher unserer Tochter schenken, oder? Ich glaube, das würde irgendwie ein bisschen besser passen. Du gehst jetzt gleich frühstücken, du malst und Elias, ja, Elias sollte eigentlich auch hier runterkommen. Gucken wir mal, ob wir überhaupt noch genug Frühstück haben. Ansonsten kann Elias das ja vielleicht auch machen. Wollte er nicht auch, hat er nicht auch kochen gelernt und alles? Gucken wir mal gleich. Ja, warten wir mal ein bisschen ab hier. Ist gerade so ein bisschen viel los am Kühlschrank. Kannst jetzt mal losgehen, Elias. Passiert. Passiert, dass hier so ein bisschen Stau am Kühlschrank ist. So, dann kannst du jetzt mal das verdorbene Essen ausräumen und dann dein Gourmet-Tierfutter machen. Genau. Hier können wir ihn mal bewundern. Tiefgründige Unterhaltung führen. Nee, wir werden nie nicht bitten, sich von Abeli zu trennen. Oh mein Gott. Können mal ein bisschen über unser rebellisches Verhalten. Nee, wir können mal uns mal über die momentane Situation beschweren. Vielleicht irgendwie darüber, dass niemand uns mag und all diese Sachen. Das wäre doch irgendwie ganz gut. Und dann können wir ihn vielleicht nochmal umarmen, nachdem er halt irgendwie mit uns über solche Sachen geredet hat. Das wäre doch irgendwie ganz schön. So, du möchtest ein bisschen massiert werden.
Scheinbar hast du ein bisschen viel trainiert gestern. Dann kannst du ja vielleicht mal zu deinem Freund gehen. Vielleicht hilft der dir ja dabei. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Dann, muss das hier nicht auch sauber gemacht werden? Oh ja. Dann musst du hier mal säubern. Dann, wir werden ihn eher hauptsächlich so ein bisschen zum Saubermachen nutzen. Dann kannst du hier mal die Pfütze aufwischen. Dann hier auch noch den Müll rausbringen. Und dann wäre es vielleicht ganz schön, wenn Elias heute nochmal ein bisschen sich mit Corinna trifft. Denn es ist Sonntag, da sollte sie Zeit Does haben. Und das wäre irgendwie ganz schön. Edda Lemdigo? So. Katze, lass doch hier mal was futtern. Hier wird auch gerade frisch Gourmetfutter für dich gemacht. Ah ja, genau, wir waren hier. Dann kannst du mal kurz aufhören. Dann kannst du mal hier Händchen halten. Kann wir ihm ein Kompliment über seine Kunst machen oder sowas? Ah, wir können auf jeden Fall mal über die Schmerzen reden. Das wäre doch schön. Koch Level 8. Hey, sie kann gegrillten Lachs zubereiten. Okay. Dann, was machst du denn heute noch Schönes? Ich würde eigentlich tatsächlich sagen, dass die beiden, ja, die beiden quatschen halt hier noch so ein bisschen. Deswegen gucken wir mal, was wir in der Zwischenzeit machen können. Vielleicht können wir noch mal hier die Eier sammeln, die Hühner füttern, mit den Küken spielen. Wie sieht's bei euch gerade so aus? Okay. Ah, ihr seid gerade erst so ein bisschen dabei, euch um euch zu kümmern. Verstehe. Du kannst nachher auf jeden Fall mal hier ein bisschen herumgaloppieren. Wie geht's Aragorn? Aha, der schläft hier also wieder. Nein, komm mal aus dem Stall raus. Irgendjemand wird sich schon mit dir beschäftigen können gleich. Da gucken wir einfach mal. Komm erstmal hauptsächlich raus. Ich denke mal, vielleicht Balu wäre irgendwie die beste Option. Valerie braucht drei Freunde und sechs Beziehungen, um mehr, besser im Charisma zu werden. Oh, das ist aktuell so unser Problem. Tja. Naja, gut. Dann kannst du hier danach mal ein bisschen Gourmetfutter reinpacken. Du kannst hier mal pieseln und ein bisschen an Beute ranschleichen. So, okay, du hast ihn umarmt. Dann kannst du auch noch mal ein bisschen Pilzomelett essen. Du kannst vielleicht hier drüben endlich mal aufs Klo gehen. Elias ist auf dem Weg, sauber zu machen. Ah, jetzt habe ich vergessen, ihm zu sagen, dass er ihn massieren soll. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Wenn jemand so einen Schutz versprechen und ihn küssen. Und dann können wir ihn bestimmt auch gleich nochmal massieren. Damit es dem Arm besser geht und er nicht mehr so schlimme Rückenschmerzen hat. Ich wünschte ja, man könnte darauf hin, dass man sagt, hey, ich habe Rückenschmerzen, ihn einfach massieren, aber passt schon. Okay, jetzt sind wir wieder nur bei okay und nicht bei kokett. So, manchmal ist das irreführend, weil was halt hier bei dem Gesprächsoption steht, ist halt ausschlaggebend dafür, was für Optionen man hat, was man hier halt machen kann. Und manche der romantischen Interaktionen gehen halt von dem Kokett wieder weg zu okay. Und das ist dann doch ein wenig schade, weil man eigentlich hier das gerade so ein bisschen versucht aufzubauen. Aber naja. Bist du denn mit deinem Buch up to date? Ja, bist du. Dann. Ja, komm, dann kannst du erstmal noch mal ein bisschen gärtnern, bis Amelie fertig ist. Ich will halt eigentlich, dass die beiden hier zusammen ein bisschen Schach spielen. Das war eigentlich mein ganzer Plan. Pilzomelett möchtest du jetzt zubereiten. Okay. Dann kannst du mal hier auch auf Toilette gehen. Und dann würde ich dich echt einfach mal in die Stadt schicken. Wo wäre denn ein guter Ort, um so ein bisschen Straßenkunst zu sprühen? Was wäre denn irgendwie ein cooler Ort? Vielleicht die Feuerwache? Überlege ich jetzt noch mal so ein bisschen. Weil vielleicht ist da ja am Wochenende nichts oder niemand. Oder hier im Pool, weil beim Pool wird bestimmt auch niemand sein. Vielleicht machen wir das, dass wir irgendwie zum Pool gehen und den irgendwie ein bisschen besprühen.
Aurora führen, Balou führen. Ach süß. Ja, nein, das machen wir nicht. Aber apropos, vielleicht müssen wir irgendwann hier auch mal wieder. Hör doch mal auf, die ganze Zeit nur Nickerchen zu machen. Beschäftige ich doch mal lieber mit dem Pferd. Meine Güte. So, du kannst dann mal in den Stall gehen, pieseln und dann hier drüben mit dem Pferdeball spielen. So, nein. Bleib einfach mal hier. Kommt nämlich gleich Aragorn und kann sich irgendwie bei dir anschmiegen und alles. Tagknöpfen, schnüffeln. Genau, das wäre nämlich mal dringend notwendig hier für den Aragorn. So. Genau. Ansonsten sollte das alles soweit passen. Wenn du fertig bist, kannst du hier auch noch mitspielen. Dann. Jetzt kannst du ihn wieder massieren. Hier. Genau. Dann sollte es ihm nämlich gut gehen. Dann sollte er hier keine Rückenschmerzen mehr haben. Dafür sind Massagen ja da. Okay, dann kannst du jetzt hier mal auf Toilette gehen und den Müll rausbringen. Und dann würde ich eigentlich gucken, ob wir uns mit Corina wo treffen können. Das wäre so ein bisschen der Plan. Mit Daedra haben wir es leider nicht geschafft, uns noch irgendwie gut anzufreunden. Aber mal gucken. Ist jetzt nicht sogar um 12 Uhr ein Film? Ich glaube ja. Dann lass doch einfach mal die beiden zusammen einen Film schauen, oder? Das wäre doch irgendwie auch ganz süß. Vielleicht geht das irgendwie von ihm aus, dass wir sagen so, hey, lass uns doch mal einen Film zusammen ansehen. Wie wäre es mit Ha nee, Symdonia im Juni vielleicht. Wäre doch ganz cool, zusammen mit Samuel. Das klingt doch ganz schön. Und genau, du musst nämlich noch sehr viel Logikfähigkeit aufbauen, um die zu perfektionieren. Aber das wünscht sie sich halt. Und bei David sieht das tatsächlich noch gar nicht, sieht das gar nicht mehr sehr weit aus. Deswegen ist das auch kein Problem, wenn er erst gärtnert und das dann macht. Ach, jetzt haben die beiden so ein richtiges Date. Ja, okay, ich meine, Elias möchte auch nicht unbedingt auf ein Date. Er möchte vor allem halt sich mit ihr treffen. Vielleicht können wir auch einfach nur zu ihr nach Hause gehen. Oder wir laden sie hier zu uns ein. Das könnten wir natürlich auch nochmal machen. Dass wir sie hierher einladen. Komm, laden wir sie mal nochmal nach Hause ein. Weil jetzt dadurch, ich wollte eigentlich nur, dass die beiden einen Film schauen und nicht, dass die beiden jetzt ein richtiges Date haben. Aber wenn das Spiel entscheidet, kommen wir, haben ein richtiges Date, dann meinetwegen sollen sie halt ein Date haben. Oh, du möchtest die Kunstgalerie besuchen. Und was möchtest du so machen? Du möchtest einen Film gucken? Okay, dann machen wir das mal da rein. So, genau. Hier ist ja eigentlich nicht viel los aktuell, was sehr gut ist, weil dann kannst du hier unbeobachtet mal ein Bodengemälde machen. Können wir das hier irgendwo hinsetzen oder eher nicht so? Haben wir dafür echt keinen Platz? Oh, wow, okay. Aber du kannst bestimmt die Wand taggen. Das sollte ja kein Problem sein. Oh, da draußen sind doch Leute. Ha. Aber die kriegen das bestimmt nicht mit. Die Stacys. Oh, die sind ja auch mit uns verwandt. Denise ist ja hier. Und Justina. Ich meine, wir könnten theoretisch versuchen, uns mit Justina nochmal anzufreunden. Unsere Cousine. Probieren wir das mal. Corina, yay, sie kommt gleich mal rüber. Das ist schön. Ihr beiden schaut den Film zusammen. Dann könnt ihr tatsächlich auch noch danach in die Kunstgalerie gehen. Ich finde, das klingt eigentlich schön. Und du pflegst den Garten, genau. Spielst ja noch ein bisschen Schach. Du brauchst das ja nur spielen, bis du deine Fähigkeit perfektioniert hast. Das geht ja voll. Ach so, ja, genau. Du hast ja hier Müll rausgebracht, weil ich habe mich gerade gefragt, warum stehst du jetzt schon hier draußen? Das dauert noch ein bisschen, bis deine Freundin kommt. Aber doch. Das macht Sinn. Aber dann können wir tatsächlich auch hier draußen bleiben und dann auf sie warten. Ich hätte uns eigentlich vorgeschlagen, dass er nochmal duschen gehen kann, aber können auch einfach hier warten.
So, wir haben wieder mal Geschenke bekommen. Abschluss des Fahrkurses. Sehr schön. Das müssen wir mit Valerie auch noch machen. Wir müssen mit ihr auch noch mal ein bisschen fahren lernen. Kannst du vielleicht meinen Schneeengel machen, bis deine Freundin hier ist? Das kann ja noch ein bisschen dauern. Und genau. Yay, wir haben ein bisschen die Straßenkunstfähigkeit gelernt. So, ihr beide beschäftigt euch, ja? Cool. Aurora. Brauchst du das eigentlich nicht mehr machen? Kannst du hier vielleicht noch mal ein bisschen grasen? Mach mal das. Du kannst mal hier anschmiegen und beschnüffeln. Kontakt knüpfen. Weil wie sieht's bei dir aus? Okay, du spielst einfach nur ein bisschen mit dem Pferdeball. Und wenn du das nicht mehr magst, kannst du dich auch gern mit Aragorn nochmal beschäftigen. So. Und dann könnt ihr euch auch nochmal pflegen. Dann sieht es bei euch beiden eigentlich super aus. Und ja, okay. Da ist doch schon Corina. Hallo. können wir sie mal kokett begrüßen? Ah, wir werden von ihr direkt angesprochen. Okay. Ja, wir haben bereits eine Gruppe zusammengetrommelt. Das ist alles gut. Deswegen haben wir sie ja hierher eingeladen. Du möchtest ihm ein Ständchen bringen auf die Gitarre. Ach, süß. Ein Spiel mit Amelie spielen. Hey, sind wir da nicht gerade eh dabei? So, haben wir jetzt unserer Cousine Hallo gesagt oder eher nicht so? Warum stehen wir hier hinten? Haben wir nicht, wollten wir nicht mit unserer Cousine reden? Ist sie nicht mehr hier? Oh Gott, jetzt sind hier so viele Leute. Nee, jetzt werden wir bestimmt nicht nochmal taggen. Ist sie. Hä? Warum ist nur unsere Cousine gegangen? Ist sie abgehauen, als sie uns gesehen hat oder was? Es ist jetzt schon so schlimm mit uns, dass die Leute einfach abhauen, wenn sie uns sehen. Das finde ich sehr schade. Tja. Ja, Justina ist gerade nicht da. Es ist mir aufgefallen. Wo könnten wir denn sonst hingehen und noch so ein bisschen taggen? Vielleicht im Flying Weenie? Einfach irgendwie so mal so ein paar Orte suchen. Nein, hier im Salmon Woods Center, da gibt es so viele Orte. Allein irgendwie im Kino überall. Da können wir sehr viel taggen. Das ist, glaube ich, ein guter Ort für sowas. So, genau. Oh, oh, wie süß. Sie freut sich über den Schnee offensichtlich. Wir könnten mal hier Händchen halten, einen Witz machen, sagen, wie schön sie aussieht, küssen. Also ihr seht auch, ich habe sie tatsächlich nicht umgestylt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Outdoor-Outfit, was ich für sie gewählt hätte, aber es sieht auch nicht schlimm aus. Das finde ich ja immer ganz cool. So, sie hat eigentlich echt ganz süße Outfits. Soweit. Dann können wir ihr unseren Schutz versprechen und ihr noch einen Schwebekuss geben und vielleicht dann nochmal zusammen einen Schneemann bauen. Genau, das klingt doch alles schön. Komm mal hier. Ganz so weit, so lange hin kann es ja gar nicht mehr sein, dass wir hier beide die Schachfähigkeit perfektionieren. Und du bist jetzt hier zum Center gegangen? Sehr schön. Gut, dann taggen wir hier mal so ein bisschen rum. Ich würde tatsächlich hier das Kino vorschlagen, den Kinosaal. Wobei, hier im Wellness Center wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht, das hier so ein bisschen zu machen. Machen wir mal ein Bodengemälde. Hier hinten hin so. Okay. Und dann könnten wir auch noch mal ein Wandgemälde machen. Ein kleines. Machen wir hier einfach so hin. Und dann vielleicht hier noch mal eine Wand taggen. Genau, machen wir das einfach mal so ein bisschen unauffälliger in der Ecke. Da vielleicht auch noch. So, das hat sie auf jeden Fall noch ein bisschen zu tun. Gucken wir mal, wie das dann alles so aussehen wird. So. Oh, du möchtest mit Corinna rumschmusen. Du möchtest ja eigentlich auch in die Sterne schauen mit ihr. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt so im Winter, wenn alles kalt ist und so. Aber theoretisch können wir das natürlich sehr gerne machen.
Müssen wir mal schauen. Okay, er möchte nochmal den Müll rausbringen. Ach ja, hat er eben erst gemacht und dann möchte er das nochmal. Na. No. Ach, ich mag die beiden. Ich hatte auch gedacht, dass die relativ bald sich wahrscheinlich verloben werden, wenn sie erwachsen geworden sind. Und ja. Aber die Hochzeit werden wir dann wahrscheinlich erst in der neuen Stadt feiern. Yay! Logik Level 10! Ich habe ja gesagt, dass es bei David nicht mehr weit hin ist. Du möchtest alle Zaubertränke entdecken. Okay, nein. Yay, wir haben unseren Lebenswunsch erfüllt. Den nächsten, wohlgemerkt. Den nächsten Lebenswunsch haben wir erfüllt. Wollen wir vielleicht noch irgendwie den Lebenswunsch mit dem perfekten Garten haben? Weil er ist jetzt irgendwie ja totaler Gartenfan geworden. Ich weiß nur gar nicht, ob wir da sogar schon dabei sind. Ob wir den sogar schon direkt hätten. Weil ich glaube, da muss man 8 perfekte Pflanzen haben. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich nah dran. Warte mal, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5 perfekte Pflanzen haben wir schon. Also das wäre vielleicht noch eine Option, dass wir irgendwie in die Richtung gehen. Oder kochen, alle Kochrezepte lernen. Vielleicht machen wir das dann eher. Weil eigentlich müsste jetzt bald wieder das aufploppen, dass wir nochmal einen Lebenswunsch für ihn finden. Das ist ja schon sein zweiter, ne? Sein erster war weltweit anerkannter Chirurg zu werden. Das ist jetzt schon sein zweiter Lebenswunsch, den wir hier erfüllt haben. Nicht schlecht einfach. Nicht schlecht. Na, okay. Und dann können wir sie danach mal nach drinnen einladen vielleicht. Das wäre vielleicht ganz schön. So, und ihr beiden habt einen schönen ausländischen Film gesehen. Okay. Hat er dir auch gefallen? Ja, sehr schön. Und dann gehen wir doch mal hier ins Museum. Das wäre doch ganz toll. Genau, du bist hier im Taggen. Hoffe, dass irgendwie sie nicht erwischt wird und dann irgendwie Probleme bekommt, sondern dass das alles problemlos ist. Dann solltest du danach mal hier drüben auf Toilette gehen. Musst du da nochmal sauber machen? Nee. Gut. Und beziehungsweise, nee, du solltest, wenn dann eher duschen gehen nachher. Duschen, säubern. Gegärtnet haben wir schon alles perfekt, ne? Ah, wir könnten nochmal alles düngen. Und du kannst dann vielleicht hier drüben auf Toilette gehen, wenn wir schon mal da sind. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Huch, genau. Ich wollte da nochmal gucken. Oh, guck mal, wie viel Spaß die beiden auch haben. Oh, jetzt muss er den Schneemann alleine fertig machen. Okay. Wurde sie auf eine Party eingeladen? Oder hat irgendeine coole Nachricht bekommen? Das kann natürlich genauso sein. Oh, sie geht nach Hause. Ja, ihr wurde tatsächlich gerade scheinbar eine Nachricht geschickt, von wegen, dass sie nach Hause muss. Das ist jetzt wirklich ziemlich mies. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten hier den Abend zusammen verbringen und so. Ich weiß nicht, soll ich sie nachher nochmal einladen? Ja, weil sie arbeitet doch Sonntag nicht. Also, und vor allem, es hieß ja auch, sie geht nach Hause und nicht zur Arbeit, sondern sie wurde jetzt irgendwie nach Hause gerufen. Vielleicht muss sie da ja irgendwo hin, was machen und dann rufen wir sie später nochmal an. Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Genau, schmieg du dich mal an. Und dann kannst du auch mal von Aurora gesäugt werden. Oh, ihr beiden macht das sehr schön. Kannst du dann auch mal mit dem Pferdeball spielen, trinken? Brauchst du noch irgendwas? Nö, dir geht's eigentlich super. Genau, du kannst hier mal das Pferdi säugen. Dann kannst du mal hier reingehen und pieseln. Und ja, dann sieht das doch ganz okay aus. Die Katze, mit der Katze könnte sich nochmal jemand beschäftigen. Vielleicht kannst du das machen. Das wäre doch ganz gut. Können wir mal hier zu Hugo gehen, mal ein bisschen bürsten, loben und reden und ein bisschen spielen. So, wie sieht's hier aus? Wie läuft's, Sophia? Ja, ich denke mal, das passt. Du möchtest natürlich auch die Straßenkunstfähigkeit verbessern, kann ich verstehen. Und ja, wir sind jetzt hier im Museum. Dann würde ich sagen, können wir uns noch mal ein paar Sachen anschauen.
Kannst auch mal hier ein paar Sachen betrachten. Ich dachte auch, eigentlich wäre das ja eine ganz coole Idee, wenn wir noch mal zum Ende der Welt hier verreisen gehen mit allen zusammen. Also noch bevor wir dann in die neue Welt umziehen. Vor allem, weil ich eh noch nicht weiß, ob ich das sofort hinbekomme oder ob ich erstmal noch viel an der Welt ändern muss oder ändern möchte, besser gesagt. Dass wir da dann erstmal noch einen Urlaub machen. Das wäre irgendwie ganz cool. Müssen wir mal schauen. Denn der Grund, weshalb ich meistens ungern Urlaub mache, ist, dass danach das Spiel dann sehr viel schlechter läuft. Weil das dann zusätzlich zu den ganzen Dateien von dieser Welt auch noch die ganzen Dateien von der Reisewelt mit speichert. Und das dann jedes Mal lädt, obwohl man, also auch wenn man nicht mehr im Urlaub ist. Und mich das immer ein bisschen nervt. Ah, Justina ist hier. Oh, Hauptsache Justina ist nicht da, wo wir sind, ne? Genau, einen gewöhnlichen Protest wollte ich auch organisieren. Also ich wollte halt auch irgendwie mit ihr so richtig in diese Rebellenrichtung gehen. Da haben wir ja jetzt noch ein bisschen Zeit für. Ansonsten macht sie das auch, wenn sie erwachsen ist, dann eher ein bisschen mehr. Und Straßenkunst Level 2. Sehr schön. Müssen wir nur mal gucken, ob die Leute das mögen, was wir so. Da haben wir einen Stern hingemalt, hier unten haben wir das hingemalt, okay. Vielleicht wollen wir dann noch mal was anderes hier probieren. Wandgemälde. Vielleicht noch mal hier was hin. Probier einfach noch mal so ein bisschen rum, ne? Probier dich aus, meine Liebe. Hier wird ganz schön viel getaggt heute. Okay. Ja. Ihr seid ja hier im Museum. Schaut euch so ein bisschen die ganzen Sachen an. Das ist doch cool. Das Bild hat nicht Elias, Samuel letztens auch gemalt. So viel dazu. Vielleicht wollt ihr beiden auch noch mal irgendwie was essen gehen zusammen. Ich meine, wenn wir schon mal hier zusammen ein Date haben, können wir das auch voll ausschöpfen. Und vielleicht noch mal hier im Restaurant essen gehen. Mit der Verabredung zusammen. Das klingt doch gut. Müsst ihr euch wahrscheinlich noch dafür umziehen, ne? Denke ich mal. Genau. Du in dein Outfit. Du in dein Outfit. Oh, ich mag sein Abendoutfit. Sehen wir halt nur aktuell leider nicht wirklich, weil halt Winter. Da tragen wir das halt nicht. So, und dann sollte auch Amelie gleich ihre Logikfähigkeit perfektioniert haben. Sehr, sehr schön. Hat also ähnlich viel logischen Verstand wie unser weltweit anerkannter Chirurg David. Das ist doch was. In die Stadt gehen möchtest du? Ein bisschen Geschirr spülen? Okay. Geschirr spülen kannst du vor allem gerne. Und ich glaube, wir machen das mal mit dem in die Sterne schauen weg, weil das wird erstmal nicht so passieren. Oh, du möchtest Elias beschnuffeln. Wie süß. Magst du vielleicht irgendwie was zum Abendessen servieren, was du dann zusammen mit deiner Freundin essen kannst? Ja, einfach nur Salat ist irgendwie ein bisschen schade, oder? Kannst du hier vielleicht ein Rezept lernen? Warte mal, Chili, Frühlingsrollen, Pilzomelett, Ratatouille, vegetarisches Chili. Ich bin für Ratatouille. Lies das mal und dann kannst du das vielleicht zubereiten. Du solltest das schon erst aufräumen. Das wäre doch irgendwie echt ganz cool. So, okay. Kannst ja auch noch mal ein bisschen grasen. Susanna Thule, bist von uns gegangen. Oh nein. Oh nein. Wisst ihr, was das heißt? Oh, in der letzten Folge kam erst die Meldung, dass Julian nicht mehr lange zu leben hat und dann kam die Meldung, dass Susanna nicht mehr lange zu leben hat. Das macht mir jetzt Sorgen. Wenn jetzt bei Susanna zuerst kommt, dass sie von uns gegangen ist. Ich weiß ja nicht. Das macht mir echt Sorgen. Aber ja, mal sehen. Hä? Du hast die Logikfähigkeit noch gar nicht perfektioniert?
Oh, dir fehlt noch so ein winziges bisschen. Ja, dann. Der finale Schachzug, mit dem sie die Logikfähigkeit komplett beherrscht. Das ist ja im Prinzip wirklich der finale Schachzug, oder? Weil, also ich meine, wir waren ja so ein winziges bisschen davor. Ich denke mal, sie hat jetzt aufgehört, weil sie so dringend aufs Klo musste. Komm, einmal nochmal drüber gucken. Ja. Der Blick, wow. Wer mein Schach zu 100% verstanden hat. Solch ein Genie wurde schon seit der Spätrenaissance nicht mehr gesichtet. Die Brillanz und mentale Kraft von Amelie haben nicht nur die Aufmerksamkeit örtlicher Gelehrter erregt, sondern das ganze Land in Aufruhr versetzt. Amelie hat der Wissenschaft außerordentliche Dienste geleistet und darauf kann sie wirklich stolz sein. Okay. Ja, der Plan wäre für mich jetzt eigentlich gewesen, dass Elias Ratatouille lernt und das dann zubereitet und dann auch die ganze Familie davon essen kann. Wir gucken mal, wir laden sie dann nachher nochmal nach Hause ein und gucken, ob wir Ratatouille zubereiten können. Ansonsten muss Amelie halt was kochen. Aber dann würde ich sagen, sieht das bei dir schon mal super aus und du möchtest jemanden in einer Fähigkeit unterrichten. Okay. Was machst du denn in der Zwischenzeit? Du könntest eigentlich auch noch mal ein Rezept lernen, ne? Weil wir haben ja hier noch Rezepte, die du noch lesen kannst. Woher weiß ich, welche davon du jetzt schon kannst und welche nicht? Oder werden mir wirklich nur die angezeigt, die du noch nicht kannst? Kannst du denn schon... Was kannst du denn schon alles zubereiten? Chili con carne. Konntest du das noch lesen? Nee. Okay, ich gehe dann mal davon aus, dass hier nur die Sachen stehen, die du noch nicht kannst. Ansonsten wäre das schon etwas tragisch. Lernen vielleicht mal das Rezept für Kekse. Kekse sind immer sehr gut. So. Genau, ihr beide seid ja essen. Yay, du hast das Rezept für Ratatouille gelernt. Guck mal, wir sind heute richtig am Lernen alle. Elias mit den Rezepten. Amelie und David mit der Logikfähigkeit, die kleine Valerie mit der Straßenkunst und die beiden bilden sich kulturell fort, würde ich mal sagen, mit einem coolen Film und mit einem Museumsbesuch. All diese Dinge ist doch ein sehr schöner Sonntag auf jeden Fall. So, und kannst du jetzt hier Ratatouille jetzt Abendessen servieren? Oh ja, kannst du. Sehr schön. Dann, ja, warten wir nämlich mal, bis er hier irgendwie ein bisschen das zubereitet hat. Drei Wandgemälde. Wie sieht das aktuell aus? Auch schon wieder ein Sternchen. Ich weiß ja nicht. Ich würde mir ja wünschen, dass du auch noch so ein paar andere Sachen malst, meine liebe Valerie. Gucken wir mal. Wandgemälde. Machen wir da vielleicht noch mal eins hin, wenn das da geht. Und dann können wir vielleicht hier noch mal eins an diese Wand machen. Die sieht noch ziemlich leer aus. Mike Dennis Johnson Jones ist ein aufgeweckter Junge geworden und wir glauben, dass das eine Menge mit deiner unglaublichen Pflege zu tun hat. Wir danken dir für die Zeit, die du mit Mike Dennis Johnson Jones verbracht hast. Oh, wir werden also bei unserer nächsten Schicht am Montag den Kleinen nicht mehr treffen. Jenna sollten wir weiterhin treffen, hoffen wir mal. Aber Mike Dennis ist jetzt halt schon geht jetzt schon in die Grundschule. Und deswegen werden wir auf den wahrscheinlich nicht mehr aufpassen können. Aber ich denke mal, wir werden ein neues Kleinkind treffen. Das sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein. So. Und wenn du fertig bist, braucht eigentlich Spaß. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Spaß machen würde, aber naja. Scheinbar nicht. Was kannst du denn da noch Schönes machen? Oder kommst du einfach nach Hause? Du könntest auch hier so ein bisschen Gitarre spielen. Gleich mal. Wie wäre es denn damit? Oh nein! Ich hatte es ja gesagt. Julian Reuss ist von uns gegangen. Jeder muss einmal gehen. Wichtig ist nur, dass man sein Leben in vollen Zügen genossen hat. Und das hat Julian definitiv, wie ich finde. Das hat er definitiv. Haben wir nicht schon mal ein Porträt von Hugo gemalt oder hatten wir das nur angefangen? Ich dachte, wir hätten das mal gemacht. Irre ich mich da gerade? Ah ja, doch! Da hängt es ja. Okay, habe ich mir also nicht eingebildet. So, kommt
Corinna eigentlich noch mal vorbei? Ich meine, wir hatten sie ja angerufen. Ich habe jetzt nur nicht darauf geachtet, ob sie was dazu gesagt hat, ob sie vorbeikommen will oder nicht. Als ob ich auf sowas achten würde. Das wäre ja viel zu aufmerksam von mir. Hallo? So. Ich hoffe einfach mal, sie kommt jetzt hier. Oh ja, da ist sie wieder. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Corinna. Wir machen hier nämlich gerade Abendessen. Laden wir sie gleich nämlich nochmal nach drin ein. Okay, ihr beide seid mit Essen fertig. Dann würde ich euch beide eigentlich bitten, nach Hause zu gehen, oder? Ja, komm. Ich meine, die hatten beide ein richtig schönes Date zusammen. Dann können wir das ruhig so machen. Okay. Warum läuft sie eigentlich nach hier hinten? Ah, gilt das hier noch als Eingangstür? Ja, okay. Aber koch du erstmal zu Ende hier, mein lieber Elias. Oh ja, wie geht's den Pferden? Okay. Du solltest mal in deinen Stall gehen, pieseln, trinken und dann Nickerchen machen. Du, das ist halt. Das sollte eigentlich nicht dein Lieblingsschlafplatz sein, egal. Genau, du trinkst, das passt. Du spielst mit dem Pferdeball, das passt auch. Okay. So. Na, wie sieht's aus, Elias? So schön Ratatouille zubereitet. Das freut mich. Dann können wir das mal absetzen. Und du hast gelernt, wie man Kekse zubereitet. Hey, cool. Dann lad doch Corinna mal nach drin ein. Ihr beiden seid hier. Bist du auch da? Nein. Na, das lief ja gut. Schön, dass ihr gemeinsam nach Hause gefahren seid. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Okay, du düngst hier noch weiter. Sehr schön. Und du möchtest schreiben lernen. Okay, warum nicht? Ich meine, obwohl, nee. Warte, David war ja nicht der, der geschrieben hat. Leon war der, der geschrieben hat. Weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Können wir eigentlich Corinna jetzt schon zum Essen rufen? Ja, könnten wir, aber das wäre vielleicht ein bisschen komisch, wenn sie noch nicht eingeladen ist. Warte ich noch mal kurz. Können Sie vielleicht noch mal... wir könnten vielleicht mal den Wetterbericht schauen für die nächsten Tage. Das wäre vielleicht mal ganz nützlich. Du solltest eigentlich auch bald mal nach Hause kommen hier. Ja, komm. Komm du vielleicht mal nach Hause. Das ist vielleicht ein bisschen besser. So, und dann kannst du... Okay, wir haben den ganzen Rest der Woche Schnee, Schnee und Schnee. Morgen wird es aber richtig kalt. Guckt euch das mal an. Minus 13 Grad. Aber am Dienstag, wenn Schneeflockentag ist, wird es nicht ganz so kalt. Das ist natürlich angenehm. Okay, den kannst du jetzt mal tatsächlich auch alle zum Essen rufen. Elias, Rashad und Samuel brauchen wir nicht, aber die anderen können wir da mal zum Essen rufen. Du müsstest ja jetzt schon fast dabei sein, sie eingeladen zu haben. Ne, ja, dann passt das, glaube ich, ganz gut vom Timing. Du hast dich hier um alle Pflanzen gekümmert, ja? Sieht gut aus. Ich finde es gerade komisch, dass wir gar nicht nochmal einen Lebenswunsch wählen können. Oder kann man da nur zwei haben? Oh, wir müssen auch immer noch hier in dem Wettbewerb teilnehmen und sprinten und all diese Dinge. Da sollte ich mal drauf achten, dass wir die Sachen nicht vergessen. Können wir mit ihm noch mal einen Lebenswunsch machen? Neuen Lebenswunsch wählen? Weil eigentlich wollte ich das schon gerne. Kann aber auch sein, dass man es tatsächlich nur einmal noch haben kann. Also, dass man dann quasi zwei Lebenswünsche hat. Und nicht irgendwie vier, fünf. So wie wir das mit ihm hatten. Scheint so zu sein, ja. Ah, okay.
Weil das ist ja sowieso auch eine Motte, die ich drin habe, dass man mehrere Lebenswünsche haben kann, aber das ist dann scheinbar auch nur auf zwei beschränkt. Na ja, gut. So, du bist da. Magst du vielleicht mal hier ein Techtelmechtel mit Samuel haben? Ich meine, er ist gerade in der Dusche, ist ein bisschen später dazugekommen. Das würde doch ganz gut passen. Dann kannst du auch mal hier drüben hingehen. Ich sollte vielleicht auch öfters mal so ein bisschen die Haustür ändern, weil eigentlich sollte das da die Haustür sein, wenn irgendwie nicht Arbeitszeit ist, aber egal. Das ist jetzt auch erstmal ein bisschen egal. Du kommst auch gerade nach Hause, du bist schon da, sehr schön. Dann kannst du vielleicht auch mal hier mitessen, würde ich vorschlagen. Nimm dich ruhig auch mal einen Teller. Corinna kommt hoffentlich auch hierher. Die ist ja mit zum Duschen, nicht zum Duschen, die ist ja mit zum Essen eingeladen. Dann würde ich sie gerne auch noch über Nacht hier bleiben lassen, wenn sie möchte. Das wäre so eine Idee. Und ja, gucken wir mal. Wie ich es geschafft habe, die ganze Zeit in irgendwelchen Bücherregalen drin zu sein. Genau. Dann kommen die beiden noch hierher. Sehr schön. Ist Corinna auf dem Weg? Ja, da ist sie. Sehr schön. Cool. Ja, dann quatschen wir doch mal mit allen so ein bisschen. Oh, die setzt sich auch hier hin. Guck mal, was für ein schönes Familienessen wir hier nochmal haben. Mit der guten Corinna. Ja, die beiden werden heiraten und Kinder bekommen. Das ist schon mal fest. Deswegen, das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Nein, 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 bleib doch einfach sitzen hier. Wir haben hier ein schönes Familienessen. Bleib doch einfach sitzen und red mit den anderen. Hier setze ich nochmal hin. Ich werde auf jeden Fall mit Elias und Corinna weiterspielen und mit ihrer Familie. Und ich hatte eigentlich auch die Idee, dass Valerie noch bei denen mitwohnt am Anfang, weil sie noch irgendwie, weil sie da vielleicht noch keinen festen Job hat und noch nicht ganz weiß, was sie aus ihrem Leben machen möchte und dann halt einfach bei ihrem Bruder mitwohnt. Und vielleicht auch eher weniger so Bock hat, bei Samuel mitzuwohnen, der halt eine Kita leiten wird und dann die ganze Zeit irgendwie Kleinkinder zu Hause hat. Da ist sie dann vielleicht doch eher zu Elias gegangen. Das wäre so die Idee. Oh, ich freue mich auch schon so darauf, die Häuser für die alle zu bauen. Das wird so gut, das sage ich euch. Wir können dann mal die Verabredung beenden und dann kannst du noch mal ein bisschen malen hier vielleicht. Das wäre doch ganz schön. Und ich weiß nicht, was du noch machen kannst dann. Wir schauen mal. Du kannst erstmal hier ein bisschen pieseln und dann kannst du ruhig auch hier mal ein bisschen kratzen und schlafen gehen. Wie geht's euch allen? Okay, du bist am Schlafen. Du schläfst auch. Du machst dein Nickerchen und du kannst auf jeden Fall schon mal hier in den Stall gehen. Dann kannst du mal ein bisschen zu deiner Mama gehen, dann fühlst du dich bestimmt besser. Genau, wir sitzen alle hier und reden. Und ich würde dich dann mal. Genau, ich habe die Zeit wirklich sehr genossen, das ist schön. Dann können wir hier mal fragen, ob sie übernachten möchte. Möchtest du hier übernachten, Corinna? Das wäre cool, wenn du das machen würdest. Ew, wieso liegt denn hier immer alles auf dem Boden? Okay, du kannst das vielleicht mal da mal die Reste wegstellen. Du kannst hier vielleicht mal wegräumen. Du kannst dann hier auch mal aufräumen. Die Kleine sollte mal ins Badezimmer gehen. Duschen und dann mal schlafen. Und oh, du möchtest noch mal auf ein Date. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Ich würde dich vielleicht auch einfach mal schlafen schicken schon. Das kann ja nicht schaden. Das ist immerhin 11:30. Das ist jetzt nicht so die schlechteste Uhrzeit zum Schlafen gehen. Genau. Haben wir eigentlich schon Fotos zusammen oder so? Können wir das überhaupt? Wir könnten mal, können uns mal mit ihr irgendwo treffen und in der Fotokabine Fotos machen. Na, no. Ja, ich mag die beiden. Die sind ein süßes Paar.
Wollen wir vielleicht noch mal gucken, ob wir noch mal sie kennenlernen können? Vielleicht noch mal ein Merkmal von ihr rausfinden? Mal schauen, vielleicht klappt das ja. Und dann kannst du hier mal schlafen gehen, denn es ist immer noch Schule morgen. Zumindest ein Tag ist morgen Schule und danach ist ja Schneeflockentag. Ich weiß nicht, also in Sims 4 gibt es ja quasi Weihnachten und Silvester. In Sims 3 gibt es nur den Schneeflockentag, der so ein bisschen wie Weihnachten ist. Da ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Sinn macht das irgendwie danach direkt wieder Schule zu haben. Aber es ist halt Sims. Das ist immer noch mal alles ein bisschen anders. Dann schicke ich dich auch schon mal schlafen. Wie Bett machen? Das Bett sieht doch gut aus. Warum müsstest du denn noch das Bett machen? Du kannst dann auch mal schlafen gehen. Das Bild wird, glaube ich, auch echt schön. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Bild. Mal gucken, vielleicht finden wir noch ein Merkmal raus. Das wäre jetzt schön. Ich meine, wir werden sie so oder so heiraten, egal was für Merkmale sie da noch haben wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwelche schlimmen Merkmale hat. Ich mag Corinna echt sehr, sehr gerne. Oh, du bist da gerade auf dem Weg zu einem sehr schlechten Ort hier, Amelie. Geh doch lieber zum Geschirrspüler. Ich finde das so schade, dass sie immer ins Badezimmer gehen für diese Sachen. Anstatt halt mal den Geschirrspüler hier zu nutzen. Das finde ich super schade. Sie geht direkt hierhin. Vielleicht wäre das ganz nett, wenn du irgendwie dem Gast hier ein bisschen Platz lassen würdest oder ein bisschen Raum geben würdest, dass sie dann in Ruhe schlafen kann, ohne dass du weiterhin in dem Raum bist. Ja. Das ist, denke ich mal, ein bisschen netter. Hätte ich daran gedacht, hätte ich ihn schon vorher rausgeschickt. Aber ja. Oh, die beiden wollen wieder auf ein Date gehen. Ach, die beiden sind echt süß. Ich hatte ja überlegt, ob Elias doch noch mit Amad zusammenkommen möchte. Aber Amad ist jetzt mit Daedra zusammen und ich habe das Gefühl, so wie es aktuell ist, passt das schon. Ich würde sagen, das passt schon. Ich weiß halt nur leider mit Rashad nicht so viel zu tun. Aber da gucken wir mal noch. Irgendwas findet sich da bestimmt noch. Und ja, dann beenden wir aber mal die Folge hier an der Stelle. Ich glaube, das Sims-Spiel freut sich, wenn ich die Folge hier mal beende. Es möchte schon die ganze Zeit aufhören und pausiert ständig. Aber okay, das macht es bei jeder Folge. Ja, aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder die Tagespflege eröffnen, wenn wieder Schultag ist und mal sehen, was wir da alles so machen. Ciao!